Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Die kommerzielle Raumstation Orbital Reef soll noch dieses Jahrzehnt in Betrieb gehen. Starliner vor Crewflug und Dream Chaser vor erstem Testflug. Zusätzliche Module für die chinesische Raumstation und ein gemeinsames Mondtrainingscenter mit den Golfstaaten. Daunuri schickt Bilder und 2023 als das Jahr der neuen Schwerlastraketen. SpaceX nach neuer Finanzierungsrunde wertvollstes nicht frei gehandeltes US-Unternehmen. Nach Verdopplung von Startrate 2022 plant SpaceX mit 100 Orbitalstarts im Jahr 2023. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Das Jahr ging los mit einem SpaceX-Start. Am Dienstag, den 3. Januar, hat SpaceX seine Falcon 9 auf die 6. Transportermission gebracht. 114 Einzelnutzlasten fanden sich auf diesem Flug. Laut SpaceX sollten diese in 82 Deployments ausgesetzt werden. Mein letzter Stand war, dass das bei 4 noch nicht bestätigt werden konnte. Das war der 200. erfolgreiche Start für SpaceX. Nach einem Boostback konnte der Booster in unmittelbarer Nähe der Startrampe auf Landezone 1 in der Cape Canaveral Space Force Station landen. Es war die 162. erfolgreiche Landung eines SpaceX-Boosters. Der Booster B1060 flog zum 15. Mal und ist nun nach Booster 1058 der zweite, der diese Bestmarke erreicht. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du weitere spannende Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Blue Origin hat diese Woche angekündigt, die kommerzielle Raumstation Orbital Reef solle noch dieses Jahrzehnt eröffnet werden. Ende letzten Jahres hieß es in einem NASA-Gutachten noch, ein kommerziell entwickelter und betriebener ISS-Nachfolger werde vermutlich nicht bis zu einem ISS Ende 2030 zur Verfügung stehen. Bedient werden könnte das Orbital Reef zum Beispiel auch von dem Starliner von Boeing. Boeings erster Testflug mit einer Besatzung zur ISS sollte im zweiten Quartal 2023 stattfinden. Nach jahrelangen Verzögerungen und Entwicklungsproblemen, die auch den Crew Dragon von SpaceX ja geplagt hatten, hat der Starliner im vergangenen Mai einen zweiten Testflug ohne Besatzung absolviert. Im Gegensatz zum ersten Flug des Starliners, der wegen eines Softwarefehlers abgebrochen werden musste, erreichte der zweite Flug die ISS. Nicht ganz fehlerfrei, aber offensichtlich gut genug, dass Boeing und die NASA nun einen Flug mit Crew verantworten können. Aber nicht nur die Crew-Kapazitäten wurden in den USA massiv ausgebaut, gibt ja dann drei einsatzfähige Raumschiffe, Orion, SpaceX Dragon und dann den Starliner. Neben dem Cygnus-Raumfrachter und dem Cargo Dragon könnte mit dem Dream Chaser bald das nächste Raumschiff zur Verfügung stehen. Das wie der SpaceX Dragon über die rare Fähigkeit dann verfügt, auch Experimente oder Fracht aus dem Orbit wieder zur Erde zurückzubringen. Der Dream Chaser von Sierra soll langfristig auf eine ganze Reihe von Flughäfen weltweit landen können. Sein erster Testflug ist für den zweiten Flug der Vulcan-Rakete von ULA geplant. Ja, wenn die ISS erreicht wird, soll der Dream Chaser etwa 82 Tage an der ISS verweilen und dann ähnlich wie das Space Shuttle zur Erde zurückkehren. Einen genauen Starttermin erwarte ich erst nach dem ersten erfolgreichen Vulcan-Flug mit dem Peregrine-Mondlander, aber zu beiden später mehr. In Europa hat man aktuell große Vorbehalte gegen die Entwicklung von kommerziellen Raumstationen. Erstens, weil es der geldgebenden Politik nur schwer zu vermitteln sein dürfte. Ja, sie solle Milliarden an amerikanische Privatunternehmen zahlen. Dann wurde von der ESA eine Menge an Infrastruktur am Boden für den ISS-Betrieb, die Entwicklung und Überwachung von Experimenten und die Astronautenausbildung geschaffen. Über all diesen Bereichen und aufgebauten Kompetenzen stehen nach einem ISS-Ende große Fragezeichen. Die französische Industrie hat sich da etwas besser positioniert. Ja, Module der geplanten Axiom-Stationen werden zum Beispiel von Thales Alenia gebaut. Und Airbus Defence and Space wiederum soll bei der maßgeblich durch Lockheed Martin geplanten Station Starlab beteiligt werden, die auch noch in diesem Jahrzehnt umgesetzt werden soll. Alternde Raumstation, ein Problem, das China mit seiner brandneuen Raumstation noch nicht hat. Aktuelle Animationen im chinesischen Staatsfernsehen zeigen nun doch ein weiteres Modul mit mehreren Dockingpunkten, die für Raumschiffe oder weitere Module gedacht sein könnten. Gab es leider noch keine Infos zu, vielleicht ist es nur irgendein Rendering. Auf einem Gipfeltreffen zwischen China und dem Golfkooperationsrat wurde gerade die Raumfahrt als einer von mehreren Schwerpunktbereichen für die nächsten 3 bis 5 Jahre genannt. China, hieß es da, heißt die arabischen Astronauten auf seiner Raumstation willkommen, die mit ihren chinesischen Kollegen gemeinsame Missionen und weltraumwissenschaftliche Experimente durchführen sollen. Weiter möchte man ein gemeinsames Zentrum zur Erforschung des Mondes und den Tiefen des Alls aufbauen, vermutlich ähnlich der Mondtrainingsanlage Luna der ESA in Köln.
Die Geschwindigkeit der chinesischen Raumfahrt macht nicht nur Europa nervös. Gerade erst genehmigt sieht der Militärhaushalt für das nächste Jahr der USA 26,3 Milliarden Dollar für die US-Weltraumstreitkräfte vor. Die Space Force bekommt damit sogar 1,7 Milliarden Dollar mehr, als das Pentagon eigentlich beantragt hat. Aber wir waren ja kurz beim Thema Mond und das bringt uns zum angekündigten Ausblick auf die Raumfahrt im Jahr 2023. Gerade erst erfolgreich beendet Artemis 1, noch ohne Menschen, aber Artemis 2 wird dann eine Crew haben und die soll nun in den nächsten Monaten bekannt gegeben werden. Das ist schon ein großes Ding, würde ich sagen. Dann kennen wir endlich die Astronauten, die dann im Frühjahr 2024 endlich zum Mond fliegen. Aktuell ist das Artemis-Astronautenkorps der NASA 18 Astronauten stark und ich denke, man kann davon ausgehen, dass das Artemis-Programm in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen wird, sobald wir die Gesichter kennen von den Menschen, die als erste seit Apollo 17 im Jahr 72 wieder zum Mond fliegen. Auch wenn es bei Artemis 2 erstmal nur Apollo 8-Style um den Mond herum geht, unser persönlicher Apollo-Moment. Bevor es mit Artemis 3 dann ans Landen von Crew geht, sollten uns noch einige Landesonden erwarten. Gerade erst gestartet der private japanische Hakuto Airlander, über den ich ja die letzten Wochen öfter berichtet habe. Aber auch die indische Raumfahrt versucht es dieses Jahr noch einmal mit der Mondlandung, nachdem Chandrayaan 2, der nach einem Softwarefehler während der Landung auf dem Mond verloren ging und nur einen neuen Mondkrater produziert hat. Chandrayaan 3 ist fast identisch mit seinem Vorgänger und verfügt wie dieser über einen ferngesteuerten Rover. Statt des Lunar Orbiters mit Kamera wird Chandrayaan 3 hingegen seinen Orbiter als Telekommunikationsrelais für Kommunikation mit der Erde nutzen. Indien hofft dieses Jahr auf eine Landung. China hat ja seinen Jadehasen-Rover schon auf dem Mond und sogar schon Mondproben zur Erde zurückgebracht. Japan ist mit dem Hakuto R-Rover unterwegs zum Mond und auch die viertgrößte asiatische Volkswirtschaft Südkorea ist nun am Mond angekommen. Südkoreas Mondsonde Daunuri ist, wie ich letzte Woche berichtet habe, in den Mondorbit eingetreten. Jetzt wurden vom südkoreanischen Raumfahrtinstitut KARI erste Bilder auf Instagram veröffentlicht. Bilder von aufgehender Erde am Mond, mega. Werden so schnell nicht alt, solche Bilder. Auch wenn sie schwarz-weiß sind. Von Daunuri werden wir mit Sicherheit noch einiges im nächsten Jahr hören. Zurück zur NASA. Artemis-Programm, das heißt nicht nur Menschen starten, sondern eine Reihe von Missionen zur Erkundung und Erforschung des Mondes und die meisten tatsächlich Sonden ohne Crew. Da die Kommerzialisierung der Raumfahrt vermutlich einer der ganz großen NASA-Erfolge der letzten 20 Jahren war und mit viel weniger Budget viel mehr Missionen gemacht werden können, hat man sich bei der NASA auch für den Mond für diese Strategie entschieden. Neben der kommerziellen Vergabe der Versorgungsflüge zum Gateway, der Ausschreibung der Mondlandefähre im HLS-Programm, werden auch einige der Forschungssonden in kommerziellen Verträgen transportiert. Das Programm hat den Namen Commercial Lunar Payload Services, kurz CLPS. Die haben mehr als ein Dutzend private Firmen Mondlander entwickelt. Der erste, dem eine Landung gelingen könnte, dürfte voraussichtlich der Peregrine-Lander sein, der noch in der ersten Jahreshälfte am Lacus Mortis, einem großen Krater, landen soll. Mit dabei 11 Forschungsinstrumente, unter anderem ein Strahlungsmesssensor M42, der auch in den Mare-Puppen auf Artemis 1 mit dabei war, der vom DLR entwickelt wurde. Aber auch DRL hat sich einen Platz gesichert, um werbewirksam dann mehrere Zeitkapseln auf dem Mond auszuliefern. Das Gute ist, der Treibstoff des Landers reicht nur für die Landung, also klingeln und weglaufen, bevor sich die Tür öffnet, ist nicht. Ein dringend erwartetes Paket, die Wiedereintrittskapsel von OSIRIS-REx. Genau, das war die Sonde, die mit einem Fangkorb auf einem Asteroiden, also auf Bennu, kurz aufgedotzt ist und das gesammelte Material in eine Rückkehrkapsel feuerfest verpackt hat. Am 24. September diesen Jahres soll dann der Vorbeiflug von OSIRIS-REx und der Paketabwurf stattfinden. OSIRIS-REx soll dann weiterfliegen und den nächsten Asteroiden untersuchen. Die Proben von OSIRIS-REx werden hoffentlich heil auf der Erde ankommen und Aufschluss über die Zusammensetzung von Bennu geben. Der JAXA ist dieses Kunststück, also Asteroidenmaterial zurückbringen, ja schon mit den Hayabusa-Missionen geglückt. Auf den Proben von Hayabusa 2 zum Beispiel, da wurden sogar Aminosäuren gefunden, also der Grundbaustein des uns bekannten Lebens. Eine besondere Asteroidenmission, wo es nicht unbedingt um Leben geht, sollte die NASA-Sonde Psyche werden. Sie sollte eigentlich schon letztes Jahr starten, wurde aber wegen Schlamperei verschoben. Ja, sie wird nun einer der vielen Falcon Heavy Starts 2023 sein und steuert einen Asteroiden an, der zumindest laut Fernanalyse von der Erde aus, hauptsächlich metallisch sein muss. Die NASA meint, es könnte sich um einen übrig gebliebenen Metallkern eines Planeten handeln. Das mit der Schlamperei war nicht so gemeint. Es gab ja ein unabhängiges Gutachten, was gesagt hat, dass das JPL-Team wohl völlig überarbeitet war und dazu noch unterbesetzt.
Ja, aufgrund von Verzögerungen beim Testen von Software war das ursprüngliche Startfenster letztes Jahr leider verpasst worden. Wer die letzten Wochen Senkrechtstarter geschaut hat, hat es schon auf dem Zettel. Mit Juice startet die ESA dieses Jahr eine Sonde zu den Eismonden des Jupiters. Man geht davon aus, dass die Jupitermonde Europa, Ganymed und Callisto unter ihrer eisbedeckten Kruste Ozeane haben und dort Bedingungen für Leben herrschen könnte. Sobald die Sonde dann im Juli 2031 den Jupiter erreicht hat, wird sie mit ihren Sensoren diese außerirdischen Welten erforschen. Ja, und diese historische Mission wird mit der allerletzten Ariane 5 gestartet. Also definitiv ein richtiges krasses Raumfahrt-Highlight dieses Jahr. Letzter Ariane 5 Start, das bringt uns zu den neuen Raketen dieses Jahr. Der Nachfolger Ariane 6, der ist ja schon fast fertig. Leider ist jetzt schon klar, es wird eine riesige Lücke geben, in der keine Ariane startbereit ist. Zur Erinnerung, beim Wechsel von der Ariane 4 auf 5 gab es mehrere Jahre Überlappung. Ich befürchte, der für Ende 2023 angekündigte Erstflug der Ariane 6 wird wohl eher 2024 stattfinden. Da aber für dieses Jahr angekündigt wurde, hier trotzdem der Hinweis drauf. Japan arbeitet ebenso an seinem nächsten Träger, der H3. Da es aber technische Probleme mit dem neu entwickelten R-Stufentriebwerk gab, hatte sich der Erststart immer weiter verzögert. Laut einem JAXA-Statement vom Dezember plant man den Erstflug jetzt für den 12. Februar. In den Fähigkeiten der Ariane 6 sehr ähnlich bzw. zwischen der Ariane 6.2 und der Ariane 6.4 angesiedelt, aber deutlich günstiger vermarktet, sollte Europa ganz genau hinschauen, wie es den Japanern mit ihrem neuen Träger ergeht. Eine Rakete, die nun in den kommenden Wochen starten soll, die Vulcan Centaur von ULA. Sie wird sowohl die Atlas V als auch die Delta IV von ULA ablösen. Das ist möglich durch ihre Flexibilität bei den Feststoffboostern. Die Vulcan wird es ja ohne und mit bis zu 6 Feststoffboostern geben, was ihr auch erlaubt, über 14 Tonnen in Richtung Geo zu schubsen oder 27 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit. Der erste Vulcan-Start, das wird dann auch die Feuertaufe für das BE-4 von Blue Origin, ja, von dem ja 2 Stück die Vulcan mit einem Schub von insgesamt 500 Tonnen in den Himmel drücken. Das BE-4 ist das stärkste Flüssigraketentriebwerk in amerikanischer Eigenentwicklung seit dem RS-68 aus den 90ern. Das BE-4 wird von Blue Origin gebaut und ist eigentlich für eine andere Rakete entwickelt worden. Und das ist dann die Überleitung zur New Glenn von Blue Origin, die auch für einen Erstflug im vierten Quartal 2023 angekündigt wurde. Dieses fast 100 Meter hohe Monster mit einer Leo-Kapazität von 45 Tonnen soll in der ersten Stufe wiederverwendbar werden. Aber ähnlich wie bei der Ariane 6 halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass wir 2023 einen Start sehen werden. Auch mehrere neue Micro-Launcher-Raketen, die ja speziell für den Transport von leichten Satelliten in die Erdumlaufbahn konzipiert sind, werden ebenfalls 2023 erwartet. In den USA dürfte ABL Space and Relativity als nächstes dran sein. In Europa würde ich ESA Aerospace, der RFA und Orbex in UK am ehesten einen Orbitalstart zutrauen. 2023 halte ich aber für die drei europäischen doch für nicht so sehr wahrscheinlich. Ich würde mich aber ultra über die Startversuche von europäischen Microlaunchern freuen. Kommen wir zu der anderen Privatfirma SpaceX. Wem bei 60 Falcon 9 und einem Falcon Heavy Start ganz schwindelig wurde letztes Jahr, dem kann ich das gut nachfühlen. Ich hätte nicht gedacht, dass SpaceX die 60 Starts hinbekommt oder sogar überbietet. Das war fast eine Verdopplung der SpaceX-Starts von 2021. Dementsprechend nehme ich die Ankündigung für dieses Jahr von SpaceX, dieses Jahr sogar 100 Mal starten zu wollen, sehr, sehr ernst. Mit 60 Falcon 9 Starts hat SpaceX übrigens einen neuen Rekord für die meisten Raketenstarts eines Raketentyps in einem Jahr aufgestellt. Eine erneute SpaceX-Finanzierungsrunde zeigt das weiterhin enorme Vertrauen in die Fähigkeiten und die Absichten von SpaceX. Dank der Veräußerung von Firmenanteilen an ausgesuchte Investoren soll SpaceX jetzt auf einen Wert von insgesamt 137 Milliarden Dollar kommen. Mehr als jedes andere US-Unternehmen, das nicht öffentlich gehandelt wird. Kommen wir zum Starship. Ja, das Jahr 2022 war, wenn man sich die Entwicklung in 2021 anschaut, ja dann doch leider eher enttäuschend. Einer der Gründe, warum ich das Starship in meinem Jahresrückblick diesmal nicht hatte. Da waren andere Ereignisse doch deutlich wichtiger für die Raumfahrt. Ja, es gab einen Static-Fire-Test mit 14 Triebwerken an Booster 7 und es wurden mehrere Meilensteine beim Testen erreicht, aber tatsächlich kein einziger Flug. Zur Erinnerung, Anfang 2021 hatten wir mehrere Suborbitalflüge von Starship-Prototypen und schlussendlich sogar die Landung und außerdem gab es ja einen Full-Stack mit Booster 4 und Ship 20. Also wirklich ein krasses Jahr. 2022 war dann nicht ganz so spektakulär. Eric Berger von Ars Technica geht davon aus, dass man durch die teuren Startanlagen und das Ground Support Equipment deutlich vorsichtiger bei den Tests vorgegangen ist, was dann zu dem von außen gesehen langsameren Tempo geführt hat. Was meinst du? Was wird das Jahr 2023 im Starship-Programm bringen? Schreib mir und den anderen doch gerne in den Kommentaren.
Es soll ja Leute geben, die bei folgendem Satz nach meinen Starship News immer aggressiv werden. Deutlich näher dran als ein Orbitalflug des Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am Montag, den 9. Januar, wird in China von Wenchang aus eine Langer Marsch 7A gestartet. An Bord ein Qijian-Technologieerprobungssatellit. Vergangenes Jahr hat einer dieser wohl sehr unterschiedlichen Satelliten die USA ziemlich nervös gemacht. Ja, weil er einen ausgefallenen Baidu-Satelliten im geostationären Orbit gegriffen hat und dann in einen Friedhofsorbit befördert hat. Auch am 9. Januar um 5.55 Uhr startet SpaceX seine Falcon 9 mit OneWeb-Internet-Satelliten. Startplatz ist Cape Canaveral. Ebenfalls am Montag, den 9. Januar, möchte das chinesische Raketen-Startup Galactic Energy seine Ceres 1 Feststoffrakete von Jinquan aus starten. Nutzlast ist leider nicht bekannt. Auch am Montag versucht ABL Space voraussichtlich einen neuen Startversuch mit seiner RS-1 von Kodiak Alaska. Und auch am Montag, den 9. Januar, versucht Virgin Orbit seinen Launcher One zu starten. Der Start des Air Launchers wurde Ende 2022 ja mehrfach verschoben, unter anderem weil es keine Starterlaubnis von UK aus gab. Dienstag, den 10. Januar, ist von SpaceX ein Starlink-Start von der Westküste aus geplant. Startzeit ist 3.54 Uhr MEZ, also früh am Morgen, und Westküste heißt ja Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Ja, und es erwartet uns voraussichtlich der nächste Falcon Heavy Start. SpaceX könnte am Donnerstag, den 12. Januar, kurz vor Mitternacht vom Pad 39A aus seine Schwerlastrakete für die US Space Force starten. Den Titel stärkste einsatzbereite Rakete musste die Falcon Heavy ja letztes Jahr an das SLS abgeben. Ich werde nächste Woche zwar mit der Familie unterwegs sein, aber ich versuche den Start live zu streamen. Wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen möchtest, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich erinnert, wenn ich live bin. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja bekanntlich sowieso keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. An dieser Stelle wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine Schutzengel, ja, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ohne euch wird es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Wird ein geiles Jahr 2023 in der Raumfahrt. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.